Willkommen zurück hier bei Mist Survival. Ja, was wir jetzt machen, ist erstmal unser Inventar ausleeren. Ah, das ist schon gedrückt. Sehr gut. Das war jetzt schlau. So. Ich drüben im Waffenschrank noch ein bisschen Platz. Also der Plan ist jetzt erstmal so ein bisschen Sachen looten gehen. Ja, das ist natürlich absolut kein Platz. Habe ich eigentlich noch einen Helm auf? Ja, habe ich. Hier noch, ja, da ist auch noch Platz drin. Sehr schön. Das kommt dann da drüben mit rein. Fleisch habe ich hier alles. Ja, ist schon alles raus. Kommt das hier noch mit rein? Oh, ein bisschen Munition habe ich auch noch gekriegt. Das Wichtigste ist jetzt erstmal das Inventar freizukriegen. Oh. Ach, Mist, die kann man nicht stacken. Okay. Scharin werden aber, glaube ich, nicht langsam leer. So hoffe ich zumindest nicht. So, Schere und das. Das hier ist voll. Hier ist noch ein bisschen Platz. Okay. Wollte doch einen Kanister mitnehmen. Damit man so nach und nach die ganzen Autos, die man findet, looten kann. Ich würde dann jetzt nochmal dahin gehen, wo diese Anführungszeichen Straßensperre ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich kann ja hier gleich so querfeld einlaufen. Vielleicht haben wir ja Glück und da ist jetzt noch nichts weiter an Gegnern nachgespawnt. Und wir können da einfach schauen, dass wir alles, was soweit geht, looten. Also Ziel ist es jetzt erstmal, dass wir wieder ein Fahrzeug haben. Ja, ein bisschen Sprit ist hier drin. Jetzt haben wir mitgenommen, ja. Ich habe auch nur jetzt erstmal einen kleinen Snack mitgenommen. Ich will jetzt hier keine große Weltreise veranstalten. Und wenn wir dann ein Fahrzeug haben, dann craften wir uns eine Spitzhacke, rüsten und machen den neuen Köcher, machen uns normale Pfeile, damit wir uns da ein bisschen gegen die Zombies behaupten können.
So, dann schleichen wir uns mal rennend an. Huch! Also jetzt mal ganz ehrlich, das mit diesen nachladenden Sachen kenne ich sonst so, wenn man schnell mit dem Auto hier rumfährt. Ah, da hinten läuft jemand. Das ist doch mehr als eine. Das ist jetzt natürlich etwas ungünstig. Kann ich hier... Kann ich nicht durchschießen. Ja klar! Ja klar! Ballistik nicht mehr einberechnet. Okay, er sieht den. Ist aber nicht, woher der Schuss kam. Oh, oh. Okay. Oh, shit. Wieder in die Richtung. Schauen wir mal, dass wir ihn gleich hier mitnehmen. Durch den Zaun können wir leider nicht schießen. Er ist jetzt da reingegangen. Okay. Shit. Hab ich ihn erwischt? Ja, hab ich. Okay. Uah! Oh, jetzt dachte ich, ich falle hier runter. Was? Hier mal die 7? Okay. Aber für was? Salz. Okay. Ja, eigentlich war es nicht geplant.
ich hier so viele erlege. Eigentlich hatte ich gehofft, dass hier jetzt keine Gegner sind. So, was haben wir denn? Nein, Equipment. Oh! Kaputte Pistole, naja. Ja, hier haben wir ja schon. Okay. Nein. Das ist nichts. Components. Okay. Oh. Das Revolver, okay. Oh. Oh, ein Apfel. Ja, dann... Oh, das war falsch. Jetzt schaue ich auch, dass ich in alle Container anschaue. Was haben wir hier noch Schönes? Nichts. Oh, soll ich gerade einen Pfeil schießen? Also eigentlich hatte ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Loot erhofft. Kann man da irgendwo einen Motor rausnehmen? Nee. Weil das Größte, was uns ja fehlt, ist halt immer noch ein Motor. Also jetzt für das Fahrzeug. Willst du mal schauen? Okay. Haben wir hier einmal nichts. Nee, da ist nichts. Ach, das ist ja nervig.
Und wofür brauche ich jetzt diese Zahl, diese 777? 7. Also 4 mal 7. Damals war es ja so, dass man diese Zahl, die man da gefunden hat, gleich auch in der Nähe gebraucht hat, um eine Tür zu öffnen. Ich will nämlich nur mal schauen, nicht, dass jetzt hier irgendein Container aufgehen würde, irgendwie noch eine Zahlenkombination hat oder sowas. Aber das glaube ich jetzt eher nicht. Oh, da liegt noch ein Reifen. Auf jeden Fall gebrauchen. So ein Mist. Glaubt, dass hier es nicht als... Ah, Moment, ist hier was zu entnehmen? Nein. Ich glaube, das ist kein richtiges Fahrzeug. Da drüben ist noch ein Reifen. Und die Dinger hier zerlegen? Nein. Das ist ja nervig. Nee, so, ich weiß, habe ich hier das letzte Mal alles mitgenommen und ich... Okay, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass hier irgendwo ein Motor rumliegt, aber nun ja, man kann ja nie wissen. Oh. Okay. Ist ja albern. Eine Feder. So. Das ist Dorf. Hier hinten war nichts mehr. Und hier, das hier war, glaube ich, die Frage, war das stark bewachtet, das hier oder das hier hinten? Tür. Dachte ich, es ist so neblig. Ne, hier war nichts mehr an Containern. Nur da drüben bei der Kirche sind natürlich jede Menge Feinde. Das ist jetzt blöd. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass ich hier so viel Fahrzeuge looten kann, dass ich halt alle Teile da habe. Nee. Ich schaue mich in einer... Also minimal genauer um. Nicht, dass ich hier irgendwas vergesse oder übersehe.
Nee, da ist nichts weiter. Ich dachte eigentlich jetzt, ich verletze mich noch. Oh, das könnte ich noch mitnehmen. Ja, wo soll es denn hier hingehen? Warum war denn hier eine Schranke? Haben wir schon geschaut, aber nichts weiter. Tür ist nichts Offenes. Nee, da ist auch nichts weiter. Do not enter. Okay. Dann machen wir das auch nicht. Was auch immer das jetzt gerade war. Nee. Das ist ja echt wenig. Ja, ich glaube nicht, dass da noch ein Motor drin ist. Nee, hier ist auch nichts hinten drauf. Okay. Sagt sich gerade hinten ein Gegner aufgeploppt. Ja, das ist schon fast ein bisschen enttäuschend. Ich nehme nur hier schon mal das Benzin mit. Dadurch bekommen wir wieder etwas Ausdauer. Also nicht durch das Benzin, sondern durch die Wartezeit, der wir nichts machen. Nee. Würde ich sagen, gehen wir erstmal in Richtung nach Hause. Von der Uhrzeit her. Ja, okay. Jetzt gehen wir nach Hause. Schauen, dass wir was essen, was trinken. Kleiner Umweg hier nochmal lang. Aber hier müssten wir auch alles soweit mitgenommen haben. So. Na komm schon. Haben wir sie. Das andere ist ja nur eine optische. Genau. Wird natürlich auch noch irgendwann gefixt. Aber bis dahin. Weil mitnehmen können wir die ja immer.
Ach, stimmt ja damit. In der Hand kann man ja nicht springen. So, dann machen wir das mal dahin. Das ist aber eine Menge Sprit. So, da haben wir doch schon mal 4 Reifen zusammen. Gut, dass die Dinger hier mal nachspawnen. Okay. Dann wollen wir mal noch ein bisschen craften. Vertrinken wir aber erstmal das hier aus. Ja, das war nötig. Dann basteln wir uns die Bretter hier zusammen. So. Die Gießkanne tun wir dann nach draußen. Ja. Ich will noch so ein bisschen die Waffen hier rausnehmen. Und drüben in den anderen Schrank rein tun. Oh, Explosive Error. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was es nicht alles gibt. So. Tausch mal meine Flasche Wasser aus. So. Dann noch schnell die Gießkanne da rein. Nur noch ein paar von den Ästen mit. Nur damit wir dann noch so ein bisschen Munition haben. Also uns Munition basteln können. Ja, ich glaube, so viel ist das denn doch nicht mehr.
Nee, das ist alles nur Zunder. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Feierabend für heute. Das nächste Mal schauen wir mal, ob wir diese andere Basis, wo wir das erste Mal gestorben sind, also hier so in dem Bereich, ob wir das irgendwie umlaufen können von hier und hier hinkommen. Ob da irgendwas Neues, Wichtiges ist. Und natürlich machen wir da vorher noch unser Inventar leer. Und dann schauen wir einfach mal. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Myst Survival.